Ja, Uli, schön, dass ich mit dir hier sein darf, hier im Lindenmuseum in Stuttgart, und zwar in der Ausstellung Hawaii, königliche Inseln im Pazifik, oder wie ich kurz sagen würde, Aloha Stuttgart. Was macht die Ausstellung denn so besonders? Diese Ausstellung Hawaii ist halt die erste große Ausstellung zum Thema Hawaii in Deutschland. Wir zeigen gleichzeitig einige ganz herausragende Objekte aus der Zeit der Entdeckung, der europäischen Entdeckung Hawaiis. Die Ausstellung gibt eigentlich so ein Gesamtbild zur Geschichte und Kultur der Native Hawaiians von 18. Jahrhundert bis heute. Nun bist du als Kurator ja quasi von Anfang bis Ende irgendwie mit dabei. Was genau sind denn deine Aufgaben bei so einer Ausstellung, beziehungsweise wie kam dir denn die Idee? Ja, eigentlich alles, was mit der Ausstellung zu tun hat. Meine erste Aufgabe lag relativ nah, weil ich mich seit Jahrzehnten mit den Inseln beschäftige und auf Hawaii geforscht habe. Und natürlich die Leihgaben suchen und anzufragen, denn die Ausstellung zeigt insgesamt Objekte aus mehr als 11 verschiedenen Sammlungen aus ganz Europa. Jetzt hast du ja schon das Stichwort Objekte genannt. Hast du denn auch ein Lieblingsobjekt oder ein Lieblingsexponat in der Ausstellung? Ein Lieblingsobjekt ist schwierig. Es sind einige, die ich da nennen möchte. Also sicherlich die Federobjekte. Wir können ja in der Ausstellung einige ganz fantastische Federmäntel zeigen. Und natürlich ganz besonders freue ich mich, dass wir eine Federfigur in der Ausstellung haben, den Kukaili Moku, einen der besterhaltensten Federfiguren aus dem 18. Jahrhundert. Und dann die zeitgenössische Kunst. Ich freue mich also auch, dass wir Arbeiten von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern aus Hawaii zeigen können, die eben das heutige Hawaii in den Blick nehmen. Okay, super, vielen Dank. Dann schaue ich mir die Blicke nochmal an. Ja. Dankeschön.